Wolfgang M. Schmidt bleibt uns als Rubrik zum Glück erhalten in der Sendung. Und auf seinen heutigen Clip habe ich mich besonders gefreut, denn ich habe mich schon länger gefragt, wie denkt er eigentlich über Tanzverbot, der nun ein besonderer YouTuber ist, möchte ich mal so sagen. Wer jetzt einen Rundumschlag erwartet, der irrt allerdings gewaltig. Yo Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzverbot. Ich muss jetzt einfach mal als aktiver Konsument des Produkts mich auf jeden Fall mal in großem Maße beschweren. Und zwar geht es um die Munde Müllermilch, die angeblich Munde Müllermilch. Ich habe jetzt ungefähr in der gesamten Zeit diese Events, diese 50.000 Euro, 5x 50.000 Euro, die kommen ja immer wieder. So, die hauen sie ja alle 2 oder 3 Monate raus, weil sie wissen, dass jeder Idiot darauf reinfällt. Unter anderem natürlich auch ich, unter anderem natürlich auch viele andere, die ich persönlich kenne, beziehungsweise aus dem Internet kenne, die genauso dieses Produkt konsumieren wie ich. Nicht nur, weil es gut schmeckt, sondern auch, weil man immer natürlich Interesse hat, diese finanzielle Spritze entgegenzunehmen, weil 50.000 Euro ist natürlich nicht wenig. Davon kann man schon mal gut und gerne, ja, gut leben. Also, ja, oder je nachdem, ist ja auch scheißegal, darüber müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Egal, wie lange man davon leben könnte oder was man sich davon anschaffen könnte. 50.000 Euro bereiten einen erstmal ein paar sorglose Monate. Und das ist ein verfickter Fakt. Oder Alexa, siehst du das genauso? Ja, genau. Schreib mir. Eines der rätselhaftesten Phänomene auf YouTube ist Tanzverbot. Der YouTuber, der seit 2015 häufig im Bademantel Videos veröffentlicht, ist das, was man einen Peinlichkeitsstar nennen könnte. Dem aber selbst nichts peinlich ist. 123 Kilo bringt er auf die Waage, er sei zuckersüchtig, betont er immer wieder, und mit seiner markanten Zahnlücke ist ihm jede Eitelkeit fremd. Im Gegenteil, ostentativ stellt er seine Unvollkommenheit aus. Im Meer der irgendwie doch völlig gleichförmigen Influencer ragt er heraus wie ein Eisberg. Wo andere sich und ihre Wohnungen als glatte Oberflächen präsentieren, zeigt er die ungeschönte Wirklichkeit. Das abgeranzte, fleckige, billige und geschmacklose ist sein Terrain, in dem er sich lustvoll bewegt. Das Nutella-Glas immer in Griffweite gewährt er uns Einblicke, die vielleicht sonst nur ein Dokumentarfilmer wie Ulrich Seidel sichtbar machen kann. Die Höhepunkte in Tanzverbots Leben scheinen aus McDonalds-Besuchen zu bestehen oder wenn wieder einmal die Ankunft des Pizzaboten heiß erwartet wird. Oder dann gibt es die kleinen, überraschenden Freuden, wenn man plötzlich, eine Mezzo-Mix-Flasche im Handschuhfach findet. Das ist auch eine völlige Affirmation der wahren Welt, könnte man sagen. Das ist ein bisschen wie Patrick Bateman aus American Psycho in Luxusanzügen sein Heil findet. Oder Bibi, das neueste Parfum, wie eine Offenbarung feiert. So ist das bei Tanzverbot ein Softdrink, der ein kleines Stück vom Paradies ihm ins Leben bringt. Die Armut, kann man sagen, wird hier zum Lifestyle oder sie ist auch schlichte Tatsache. In Tanzverbotsvideos spiegelt sich, wenn auch auf die Spitze getrieben, die Lebenswirklichkeit vieler Menschen wider. Und seine Videos sind selbst Ausdruck der armen Kunst. Sie sind nie schön. Die Kameraeinstellungen sind in der Regel unvorteilhaft. Nie geht es darum, irgendwie ein ästhetisch schönes Bild zu kreieren. So kurios die Videos sind, so traurig sind sie auch, denn aus diesem Video spricht auch eine entsetzliche Einsamkeit, wenngleich Tanzverbots scheinbar unerschütterliches Selbstbewusstsein den Opferstatus stets verweigert. Yo Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzverbot und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meinem Auto mit einem neuen Ständer. Und um Ständer geht es heute auch. Ihr habt das wahrscheinlich schon wieder am Titel gelesen und denkt euch wieder, Mann, dieser ekelhafte, perverse, dreckige, alte Wichs-Fettsack muss jetzt schon wieder übers Masturbieren reden. Und ja, das tue ich heute auch und ich glaube, dass das Auto der passende Ort dafür ist, um übers Masturbieren zu reden. Ich bin der übelste, dreckige, asoziale Penner, kann man einfach so sagen. Ich habe dir gegenüber schon sehr viele vulgäre Äußerungen getätigt, dass ich dich geil finde, dass ich gerne mit dir Geschlechtsverkehr haben wollen würde. Und ich habe aber dich auch schon beleidigt, so, wo du deinen Song damals gemacht hast und das alles. Und das alles hat dich nicht davon abgehalten, mir gegenüber trotzdem irgendwie so positiv eingestimmt zu sein, weil viele Leute können damit nicht umgehen. Aber du kannst das. Und du gibst mir damit ein sehr positives, gutes Gefühl, was in mir irgendwie auslöst, dass du in irgendeiner Art und Weise, das hört sich jetzt dreist an, aber vielleicht sogar interessiert bist. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass du vielleicht teil
teilweise einfach nur mit mir spielst, weil du weißt, dass dieses Thema Frauen bei mir halt, diese Sexualität und das alles ist ja bei mir sehr ausgeprägt. Ich masturbiere viel, ich rede sehr offen über dieses Thema Sex. Tanzverbotssprache ist derb, vulgär und manche Sätze sind einfach nicht zitierbar. Manchmal gelingen ihm aber in seinen echauffierten Ansprachen Bonmots, die keinem Gagschreiber einfallen würden. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt das Masturbieren im Auto für mich entdeckt. Oder er sagt, wenn ich zu McDonald's gehe, fühle ich mich da sehr heimisch. Oder eigentlich verbrauche ich an Wasser nur, was ich aushechel. Und er verrät, wenn er ins Bett gehen will, dann isst er vorher noch ein, zwei Netze Babybel. Denn, so erklärt er, das füllt den Magen nochmal richtig schön. Die deutsche Fernsehlandschaft ist eine unwirtliche, insofern als man nur sauber geputzte Fassaden sieht, die einander so sehr gleichen, dass es meist völlig egal ist, wer in welchem Format was auch immer tut. Originale sind selten geworden und bei YouTube, da suchen wir immer wieder nach ihnen. Da schauen wir uns alte Videos von den Ludolfs an oder von Achim Menzel, den ja Kalkofe entdeckt hat, auch gerade weil er so ein Original war, haben sie sich dann gut verstanden, weil er sozusagen auch das Menschliche ins Fernsehen brachte, eben mit seiner unperfekten Art, mit seinem Aussehen, das nicht auf Schönheit ausgelegt war. Wir sehen uns solche Personen an und sagen uns, ja, das alles gibt es auf dieser Welt. Und man möchte diese Menschen eigentlich beschützen wie Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. In gewisser Weise ist auch Tanzverbot ein solches Original. Und ich beginne mich zu fragen, ob diese Videos in einer Welt der Berechenbarkeit etwas ungeheuer Kostbares sind. Gerade wenn er eskaliert, wenn er Dinge von sich preisgibt, die man auf keinen Fall wissen möchte, ich denke da vor allem an seine vielen Videos, wo er über Sex spricht, dann kommt da eine Offenheit zutage, die unerträglich ist. Aber doch scheint da etwas Kostbares drin zu liegen. An ihm nämlich wird jede künstliche Intelligenz, die den Menschen wie eine Maschine auslesen will, scheitern. Solange es Tanzverbot gibt, haben die Computer noch nicht gewonnen. Oh, geil, Alter! 3 Matt-Hälften zum Mitnehmen. Und wisst ihr, was das Allergeilste ist in dieser Kombination? Das ist nicht nur die Kombination, dass mir gerade dieser Matt-Geruch, dieser frische Matt-Geruch entgegenkommt und ich hier in meinem wunderbaren Auto hier mitten im Feld stehe und 4G-Empfang habe, obwohl ich dasselbe zu Hause nicht habe, obwohl ich ja viel zentraler bin als hier, mitten auf dem verfickten Feld. Warum ist hier 4G plus? Oh, seht her, ich bin eine Kuh der Neuzeit und deswegen habe ich auch ein Smartphone und brauche unbedingt schnelles Internet, damit ich Weidenfotos hochladen kann auf Instagram, ganz schnell. Warum ist hier 4G plus? Ich raff's einfach nicht. Ist doch egal. Die krasseste Kombination, die eine Fleischerei haben kann, ist die, dass in diesem Fleischereigebäude, beziehungsweise da, wo die Rohkost, Rohkost ist ja hier diese andere Scheiße. Das ist ja auch roh, aber es ist keine Kost, ist mir ja scheißegal. Und es gibt auch sehr vernünftige Videos, wo er sich zum Beispiel für eine Zuckersteuer ausspricht und sagt, auch wenn ich in meinen Videos Zucker verherrliche, bin ich kein Freund des Zuckers. Bisweilen zeigt er eine hohe Sensibilität, eine Verletzlichkeit kommt da zum Vorschein, die man authentisch nennen möchte. Überhaupt, Authentizität ist das, was man als erstes mit ihm verbindet. Doch in der Authentizität, die jeder Influencer von sich behauptet, die man bei Tanzverbot aber tatsächlich abkauft, liegt ein Problem. Authentizität ist nicht per se gut. Authentizität kann auch das Ende der Zivilisation bedeuten, wenn man Authentizität zu weit ausdehnt. Wie Tanzverbot über Frauen spricht zum Beispiel, das mag gerade so sein, wie es ihm in den Kopf hineinspringt, aber wenn er dann sagt, dass er die eine oder die andere mal wegbumsen will, dann ist das doch sehr entsetzlich. Und dass er mit dem rechten YouTuber Max Adlersohn kungelt, auch wenn er sich dann nicht auf irgendeine politische Debatte einlässt, auch das ist höchst bedenklich. Und ja, dass er sich so präsentiert, wie er es tut, und dass er einfach alles sagt, was ihm in den Sinn kommt, spricht vielleicht für Ehrlichkeit, doch unsere Zivilisation beruht eben nicht nur auf Ehrlichkeit, sondern auch auf der galanten Lüge, auf der Einhaltung von Konventionen, kurz auf Höflichkeit. Wenn man das benennen möchte, was in den vermeintlich sozialen Medien fehlt, dann ist es doch das eine,
Höflichkeit. Es geht eben nicht darum zu sagen, einfach was man denkt, sondern darum, dass man erst einmal nachdenkt, bevor man etwas sagt. Zum Beispiel auch darüber nachdenkt, wen man damit ganz furchtbar verletzen würde oder was man sozusagen mit seiner Sprache auch antun kann. Die Gedankenfreiheit, die in Friedrich Schillers Stück Don Carlos eingefordert wird, meint eben nicht, dass man alles so rausrotzt. Sonst nämlich ist ein zivilisiertes Zusammenleben schlicht unmöglich. Die Geschichte der Zivilisation beruht auf diesem Grundsatz. Es hat seinen Sinn, dass wir Toilettentüren haben, die wir verschließen können und dass es eine Wasserspülung gibt, die unsere Exkremente wegspült. Kleiderordnungen, Tischmanieren, all das dient dazu, dass wir den anderen mit unserer Anwesenheit nicht belästigen und dass ein Zusammenleben möglich ist. Die Fans von Tanzverbot feiern den Zivilisationsbruch und wir wissen nicht, ob dieser letztlich nicht so tief gehen kann, dass Dinge gesagt und getan werden, die uns wieder zu Barbaren machen. Es gibt einen interessanten Canon-Film aus dem Jahr 1989 mit Jean-Claude Van Damme, nämlich Cyborg. Der spielt in einer fernen Zukunft, die Erde ist beinahe unbewohnbar, die Sitten sind nur noch barbarisch, Höflichkeit ist nicht mehr vorhanden, aber der technische Fortschritt ist schon sehr weit gekommen. Und manchmal denke ich, wir leben schon ein bisschen in diesem Film. Wir erleben derzeit, dass mit dem technischen Fortschritt der Digitalisierung zugleich ein zivilisatorischer Rückschritt stattfindet. Deshalb mein Appell. Lieber Tanzverbot, bitte bleiben Sie ein Original, aber ein höfliches. Doppelpiece. Wenn ihr weitere Mediatheke-Beiträge sehen wollt, auf YouTube gibt es einiges davon, aber noch viel mehr gibt es auf Massengeschmack.tv, denn jeden Samstag gibt es eine neue Mediatheke mit interessanten Gästen und Beiträgen. Gleich mal kostenlos ausprobieren auf massengeschmack.tv.